Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 261. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Mr. Spontaneous Marvin. Hi, hi, hi. Und der Matze Knob von 93, der Basti. Alter, was für eine Beleidigung. Was ist eben? Jetzt, eigentlich wollte ich gerade Gute sagen, jetzt sage ich gar nicht, was ist das denn? Nur immer du hast da deine Karrierepläne offengelegt oder Karriereende. Ich habe gar keine Karrierepläne offengelegt. Ich habe überhaupt gar nichts mit Matze Knob gesagt, das hat der Axel gesagt. Der hat gesagt, wenn ich weiter so gut Christian Streich imitiere, dann würde ich immer neben Matze Knob sitzen. Und ich habe da schon dagegen protestiert, das tue ich hier weiter. Ich möchte mit diesem Herrn nicht in Verbindung gebracht werden. Ja, aber dein Christian Streich-Imitat war in der Tat sehr herausragend. Also, dann kann man es ja nicht mit Matze Knob vergleichen, weil dem seine Imitate sind schlecht. Das ist in der Tat auch wieder richtig. So, und jetzt sage ich Gute Basti an mich selber. Gute. Fußball. Fußball. Ja, gut, ja. Christian Streich ist ja mehr oder weniger Fußball, also wenn man da den SC Freiburg mit reinpackt. Geiler Typ auf jeden Fall. Was nicht so geil war, war die englische Woche, meine Liebe. Richtig, außer für den SC Freiburg. Wir gehen aus der englischen Woche raus mit gerade mal zwei mageren Pünktchen, wenn man sich eine kleine Tabelle bastelt, die nur aus diesen drei Spielen besteht, dann belegen wir Platz 14 mit wenig geschossenen Toren, genauer gesagt irgendwie nur zwei und dafür drei kassierten. Wenn man sich die Statistiken anguckt, hätten wir mindestens fünf schießen müssen und nur eins bekommen, so rum. Also irgendwie ist da nicht so wirklich viel gut gelaufen für uns in der englischen Woche. Wir haben angefangen mit Gladbach, unentschieden, da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Wir hatten Köln, wo wir eigentlich auch, so sagen, sogar Kölner Fans, habe ich mir sagen lassen, die klar bessere Mannschaft waren und am Ende liegen wir 0-1 hinten und gehen ohne Punkt nach Hause und dann gegen Bremen, wo es zwischenzeitlich 2-0 für Bremen stand, was mir nach wie vor vollkommen unerklärlich ist, wie das passieren konnte, starten wir dann doch und das ist für mich so ein bisschen der Lichtblick nach dieser Woche, eine, ich finde, doch extrem gute Aufholjagd und gleichen aus auf ein 2-2 und es hätte sogar noch am Ende das 3-2 fallen können, wenn nicht sogar müssen. Also am Ende ging es wieder so ein bisschen bergauf, aber der Einstieg und vor allen Dingen die Mitte von der englischen Woche war jetzt irgendwie nicht so richtig gut. Was nehmt ihr denn sowohl positiv als auch negativ nach den drei Spielen mit? Also ich nehme zumindest einen positiven Trend mit insofern, dass ich schon fand, dass die Mannschaft nach vorne besser gespielt hat. Also ich muss schon sagen, dass das Bremen-Spiel, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber dass auch das Gladbach-Spiel eigentlich schon eine positive Wende war, dass wir zumindest weiter mal noch offensiv agiert haben. Dass wir, also für mich war es eine 180-Grad-Wende zu dem Spiel davor. Muss wirklich sagen, dass du gemerkt hast, okay, Fabian ist da, es ist jemand, der so ein bisschen das Spiel wieder ein bisschen an sich lenkt, dann hast du mit Rebic auch jemanden gehabt, der sehr umtriebig war, die Defensive stand herausragend gut mit Radetzky, Vallejo, Abraham und Oczipka, auch ein Chandler hat eine sehr gute Position gespielt, Mascarell ebenso, also das hat alles für mich sehr, sehr gut gestimmt und du hast auch endlich mal Chancen erarbeitet, aber ich muss halt ehrlich sagen, die Eintracht muss diese Torschüsse halt auch irgendwann in Tore ummünzen. Und wenn ich dann einen fucking Elfmeter bekomme, dann muss ich den halt auch verwandeln. Es tut mir leid. Und ganz ehrlich, das muss dir nicht leid tun. Das ist Mindestmaß. Fabian hat gut gespielt, ordentlich gespielt bei dem Spiel, fand ich vollkommen in Ordnung. Aber unsere Elfmeterstatistik ist erbärmlich, erbärmlich. Und wenn du dann so schlecht stehst, und ganz ehrlich, unsere Rückrunde ist für den Arsch. Das ist absolut für den Arsch aktuell, was wir zuvor für einen Rotzfußball gespielt haben. Ich habe mich immer wieder schützend vor die Mannschaft gestellt. Aber man muss auch mal hier die Kirche im Dorf lassen, muss schauen. Jeder andere Trainer wäre aktuell schon wirklich in der Kritik bei dem Verein. Kovac ist es nicht, weil wir ein herausragendes Jahr 2016 gespielt haben, insofern auch vollkommen in Ordnung. Aber die Rückrunde, Platz 17 aktuell, wenn wir uns nur die Rückrundentabelle anschauen, die geht halt so auf keine Kuhhaut. Ja? Wir können uns von allen Träumen mehr oder weniger aktuell verabschieden, die wir hatten. Ja? Und auch wenn Träume immer schäumen sind, oh Gott, jetzt kriegt er wieder 5 Euro in die Wortspielkasse. Aber es ist halt einfach, also mich ärgert das und mich ärgert das insofern, dass du ein gutes Spiel, was du gezeigt hast gegen Gladbach, nicht vergoldest mit einem Dreier. Wir haben einen fucking Elfmeter gehabt, den musst du mal reinmachen. Ich denke, ich habe echt das Gefühl, dass wir mittlerweile bei Elfmetern noch schlechter sind als die deutsche Nationalmannschaft. Und das will schon was heißen. So, ja, ich weiß gar nicht. Viele erwarten ja, glaube ich, jetzt, weil die Eintracht-Rückrundentabelle 17,
Ich verliere ständig, wir spielen unentschieden. Und viele Leute denken dann, oh geil, jetzt freuen wir uns wieder auf den Nitro-Podcast, jetzt wird es wieder losgehen. Ich glaube, die muss ich trotzdem enttäuschen, weil ich trotzdem das, was der Marvin gesehen hat, auch gesehen habe. Die Mannschaft hat in diesen drei Spielen trotzdem meines Erachtens nach gut gespielt. Und ich tue mich trotzdem schwer, dann dieser Mannschaft Vorwürfe zu machen, wenn die an gewissen Stellen Pech hat und oder Unvermögen vor dem Tor hat. Was aber auch passieren kann. Ich hätte viel mehr Bauchschmerzen, wenn er keine Chancen mehr hätte. Wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft von der Einstellung lässt sich hängen, die wäre innerlich zerstritten, der Trainer, wer ist faul und alles Mögliche. Diese ganzen Punkte sehe ich nicht. Und wir haben in der Hinrunde von diesem X-Faktor haben wir profitiert. Jetzt kriegen wir den um die Ohren gehauen, weil jetzt genau diese 50-50-Situationen gegen uns laufen. Ich bin richtig abgefuckt aufgrund dessen, aber ich weiß nicht ganz genau, auf wen meine Wut da soll. Also eigentlich gibt es keinen, der die abkriegen müsste. Ja, also die macht sich auch nur an kleinen Elementen fest. Wir müssen ja festhalten, es ist ja genau der Punkt. Die Mannschaft hat sich im Vergleich zu den Spielen von vor 2-3 Wochen und so weiter jetzt wirklich Chancen erarbeitet. Die hat es probiert, aber mich ärgern halt so kleine Elemente. Und das ist einfach, wenn du einen läppischen Elfmeter schießt oder dass du total blöd bist und diese fucking Standards nicht endlich verwandelst. Das kann nicht angehen. Es kann aktuell einfach nicht passieren, dass wir 10 Ecken haben und kein Tor daraus entwickeln. Wir hatten gegen Gladbach hatten wir wirklich 10 Ecken und die sahen alle schlimmer aus als die andere. Ja. Das ist ganz fürchterlich. Unsere Standardsituationen sind erbärmlich. Gladbach hat an diesem Tag beispielsweise nicht gut gespielt. Auch Köln hat in der ersten Halbzeit einen schlimmen Fußball gespielt. Da war die Eintracht deutlich überlegen. Ich war ja im Stadion, ich habe mir das angeschaut. Aber was verwandeln wir nicht? Die Tore, die Freistöße, die Elfmeter, wie jetzt gegen Gladbach oder die Ecken, das sehen wir konsequent beschissen aus. Und das ist natürlich etwas, was ich der Mannschaft schon irgendwo ankreiden kann. Oder irgendjemandem kann ich es ankreiden. Ja, vielleicht trainiert man das auch nicht, dann muss ich das leider auch der Trainerriege ankreiden. Denn das sind Dinge, muss ich doch irgendwo entwickeln, wenn ich weiß, dass ich momentan Ladehemmungen habe und aus dem Spiel heraus relativ wenig gebacken bekomme. So, und dann muss ich doch versuchen, über die Ecken hier zu eklatanten Chancen zu kommen, aber die werden teilweise grausam vergeben und das geht für mich halt auf keine Kuhhaut. Es sind so kleine Elemente von der Geschlossenheit, muss ich sagen, und auch von dem Einsatz kann man den Spielern, glaube ich, bei allen drei Partien keinen Vorwurf machen. Also da stimmt schon. Ja, aber es sind halt die Abschlüsse. Wobei ihr genau die Abschlüsse sind. Also was du gerade eben gesagt hast mit Chancen erarbeiten, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt nicht in den letzten Spielen gar keine Chancen erarbeitet haben. Es war ja schon so, dass wir eigentlich pro Spiel schon immer so 2-3 Dinger hatten, wo wir auch mal irgendwie in eine Situation gekommen sind, wo man hätte was draus machen können. Der Abschluss am Ende, also das, was es dann nachher ausmacht, ob Sieg oder nicht, das ist ja das, was einfach jetzt schon seit längerem so ein bisschen krank, dass wir zwar Dinge irgendwie rausholen, die aber am Ende nicht zu zwingend sind oder wir sie halt eben nicht in Tore umsetzen können. Und klar, wenn du dann so einen Elfmeter hast, klar, nur weil du einen Elfmeter zugesprochen bekommst, heißt das nicht automatisch, dass du irgendwie ein Tor bekommst. Und da gibt es auch noch keinen Grund, jetzt irgendwie wild zu jubeln, wenn du einen Elfmeter bekommst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Tor resultiert, die ist ja doch bedeutend größer als aus einem normalen Spiel. Und wenn du das einfach in so einer Situation nicht umsetzt, dann hast du so ein bisschen das Problem. Und Ärger macht sich bei mir halt einfach nur breit, wenn man halt sieht, wie die Vorgeschichte war. Wenn man jetzt weit zurückblickt und sagt, okay, wir kommen aus einer Saison, die für uns mit einer Relegation geändert hat und stehen jetzt irgendwo mit 38 Punkten, also wirklich eigentlich sicher im Mittelfeld, dann ist das alles gut. Aber wenn du dir die jüngere Vorgeschichte anguckst, dass du sagst, du hättest eigentlich eben mehr da nach oben greifen können, dann ist es halt schon so ein bisschen, dass einen das frustet. Ja. Also es gibt auch ehrlich gesagt mehrere Sachen, die mich ein bisschen frustrieren, denn natürlich ist es jetzt so, dass wir aktuell jetzt auch schon ganz schön in der Tabelle runtergerutscht sind. Ja? Das macht sich einfach bemerkbar, dass wir dauerhaft viel zu wenig punkten. Ja. Und ich will auch ernsthaft sagen, hätten wir gegen Bremen wieder nicht das Tor getroffen, wäre die ganze Sache, wir können froh sein, ganz ehrlich, wir können über den Freitag froh sein, der mit einer herausragend guten und auch emotional positiven zweiten Halbzeit zu Ende gegangen ist. Denn wäre das Ergebnis wie in der ersten Halbzeit gewesen oder noch schlimmer, da hätte sich die Stimmung, also das hat man in der Halbzeitpause ja schon gemerkt, aber ins Negative umgekehrt. Und
Leute, behalte die Tabelle im Blick, nur weil wir 38 Punkte haben. Wenn du einigermaßen realistisch bis negativ tippst, holt die Eintracht insgesamt 42 Punkte. Insgesamt, das sind jetzt noch 4 Punkte, die wir holen. Und die Situation im Tabellenkeller stellt sich unglaublich schwierig dar. Wenn ich mir angucke, Mainz mit 29 Punkten, Freiburg hat jetzt nach oben geschafft, das ist alles super, Augsburg mit 29 Punkten, Wolfsburg, Hamburg, auch selbst Leverkusen, das sind alles noch Vereine, die ja sowieso eigentlich noch Punkte holen wollen, das wahrscheinlich auch werden. Also da tut sich ganz schön viel und wir müssen wirklich sehen, dass wir das Ziel 40 Punkte jetzt so schnell wie möglich mal eintüten, weil es scheint für mich erneut wieder eine Sperre im Kopf zu sein, dass wir uns unglaublich schwer tun, dieses verdammte Ziel endlich mal zu erreichen. Ja, ich muss zugeben, vielleicht ein bisschen fahrlässig von mir, gedankenmäßig, ich gucke nach unten gar nicht, weil ich nicht glaube, das ist fast gar nicht mehr richtig möglich, dass alle unten, wenn der Marvin sagt, die haben 29, wir haben am Ende 42, dass die alle unten noch 13 Punkte oder 13, 14 Punkte holen, weil die auch untereinander noch spielen. Also da müsste schon tatsächlich die Hölle zufrieren, wenn die Eintracht noch irgendwie unten reinrutschen würde. Ja, das glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz ärgere ich mich genauso wie ihr, dass diese Chance vertan wurde, dass wir die Saison trotzdem hergeschenkt haben. Anders, man muss es so sagen, wie es ist. Nur unterscheidet sich es für mich trotzdem von den Katastrophenrückrunden unter Fee oder Skibbe, weil ich trotzdem an gewissen Stellen sagen kann, die Mannschaft kann trotzdem sich darauf berufen, dass A, diese verletzten Misere ist einfach zu heftig für uns gewesen. Dann B, haben wir an gewissen Stellen Pech gehabt und C, kommen dann die Sachen dazu, die natürlich auch unter eigenes Unvermögen abzuhaken sind. Basti? Da hat's den Basti kurz zerlegt. Basti. Versuchen wir mal wieder zurückzuholen. So, nüpt. Warten wir einfach mal. Er war ja gerade im Redeflow. Das bringt ja jetzt nichts, wenn wir ihn dementsprechend unterbrechen. Ja, ich versuche ihn gerade neu anzupingen, weil er ist in der Tat hier rausgeflogen. Das ist live, meine Damen und Herren. So ist das mit dieser Technik. Die lässt halt nicht immer alles zu. Ja? Sag mal, schneidest du das jetzt eigentlich raus? Das weiß ich noch nicht. Deswegen rede ich jetzt erstmal weiter. Ja, das ist quasi wie die Eintracht vor dem Tor. Ja, man schafft es bis in den 16er und dann macht man am Ende nichts draus. So ist das mit Podcast-Technik auch. Das war jetzt gerade die dritte Otschipka-Ecke. Ja, die wir jetzt hier einigermaßen schön reingezirkelt haben, aber trotzdem mal wieder nicht verwandelt. Naja. Aber ist nicht sogar, also wenn er die von der Hinrunde her, war nicht sogar Otschipka irgendwie der mit den meisten meisten Assists? Ja, der Otschipka spielt ja auch eine ziemlich gute Saison. Aber was bringt mir das? Ich meine, er ist ja nicht der Einzige, es sind ja noch andere, die Ecken schlagen. Ja. Aber gerade bei den Ecken hast du wirklich momentan eine sehr, sehr magere Ausbeute. Das Ding ist, wir erarbeiten uns ja viel. Das heißt, es ist ja schon mal ganz cool, dass die Eintracht es schafft, in dieses Feld zu kommen. Ne? Sei es über Ecken, sei es über Freistöße. Das heißt, wir zwingen uns ja schon in diese Situation, den Gegner hier unter Druck zu bringen. Aber wir schaffen es halt dann nicht, solche Freistöße, solche Standardsituationen halt umzumünzen. Also das heißt, mir gefällt der Drang ja nach vorne. Das ist ja super, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass wir viele Freistöße haben, dass wir viele Eckbälle haben. Aber wir müssen halt das konsequenter ausspielen. Und das ist halt genau der Punkt, der mich momentan einfach ein bisschen belastet. Weil das ist halt das Fußball 1x1, wenn es aus dem Spiel heraus nicht so wirklich funktioniert. Ja klar, und das ist halt eben so der Punkt, wo es jetzt einfach dran hakt und was halt dran hakt, ist vielleicht falsch, es ist halt einfach total unverständlich, wenn du merkst, dass du einfach dir das Glück über das Spielerische nicht zurückholen kannst, dass du dann in dem Moment auch es nicht schaffst, es eben über Standards irgendwie wieder reinzubringen, zumal du ja wirklich einfach ein großer hast. Was hatten wir in dem einen Spiel? Hatten wir, glaube ich, 9 oder 10 Ecken und davon ist eine mal irgendwie aufs Tor gekommen. Ja, und die noch nicht mal irgendwie in einem Modus, wo du sagst, irgendwie, dass das jetzt wirklich mal gefährlich war an der Stelle. Das ist doch peinlich. Also für eine Bundesliga-Mannschaft ist das peinlich. Ja, weißt du, das Problem ist halt auch, also was mich daran einfach irritiert, ist die Tatsache, dass wir ja kein Konzept haben. Also wenn ich wenigstens ein Konzept erkennen würde, dass du sagst, du spielst jetzt, weil du das irgendwie eingeübt hast, diese Ecke auf den Mann, der da vorne steht, weil der schlägt die Ecke dann weiter rein und bringt eine gefährliche Situation zustande. Aber das Problem ist, für mich ist es über weite Strecken einfach konzeptionslos. Ja? Du erkennst kein Muster, dass du sagen kannst, okay, wir haben uns
uns hier wirklich eine Standardsituation überlegt. Bei den Freistößen sieht es teilweise übrigens ein bisschen besser aus. Also wenn ich an den Freistoß denke, den Oczypka wirklich ganz nah ans Tor gegen Köln in der ersten Halbzeit geschossen hat. Gut, der ist dann halt auch, also dann machst du handwerklich vieles, vieles richtig. Freistöße sind ja sowieso nochmal auf einem anderen Level zu sehen. Aber trotzdem, mir fehlt halt da einfach das, ja, natürlich ist auch das letzte Quäntchen Glück, könnte man sagen, ja, wobei, das hat nichts mit Glück zu tun, wenn du einfach das Tor nicht triffst, ja, also da steht halt, also was soll man sagen, ja? da musst du halt besser zielen und das ist halt etwas, das würde normalerweise besser funktionieren oder könnte im Optimalfall besser funktionieren, wie das bei früheren Spielern ja auch war, die haben sich auch, keine Ahnung, haben sich auch stundenlang hingestellt, genauso wie in Hässler, auch wenn ich den jetzt hier beim Dschungelcamp nicht sehen wollte, aber früher war so ein Typ, der hat sich stundenlang auf den Trainingsplatz gesetzt und hat gestellt eher und hatte halt Freistöße geübt. Ja? Mhm. Und irgendwann hat das halt ganz gut funktioniert. Dann hast du es drauf. Und so muss das halt bei der Eintracht auch funktionieren. Auch für jeden einzelnen Spieler. Das heißt, wenn ein Einzelspieler sagt, er hat die Intention oder die Absicht, sich bei Standard zu verbessern, dann muss er stundenlang daran üben. Das ist, geht ein Mensch wie die Leute. Ja? Das ist dann auch, wenn wir irgendwas besser machen wollen, wenn wir besser Gitarre spielen wollen, dann müssen wir halt Gitarre lernen. Und so ist es bei Fußballern auch. Ja. Ja. Und die haben ja die Anlage. Basti, musst du auch Gitarre lernen? Ja, ich muss zumindest lernen, hier meinen Computer im Schaum zu halten, im Zaum zu halten, dass ich wieder nicht hier rausfliege. Was war denn das Letzte, was man von mir gehört hat? Ich hatte ähnliche Ausführungen wie der Marvin, dass ich nicht verstehe, dass Standardsituationen so ungefährlich sind. Ja, genau, und dann war es irgendwie kurz danach dann weg. Also ich glaube, das ist dann hat man meinen Appell und meine Aussage, dass die Eintracht vielleicht doch noch in den Europapokal kommen, verpasst. Vielleicht war es für mich sogar ganz gut. Das musst du bitte alles nochmal wiederholen. Genau. Führe einen Appell aus, motiviere uns, Basti. Genau. Ich habe trotzdem nur unterm Strich ausführen wollen, dass ich mich schwer tue, sauer auf die Mannschaft zu sein, weil ich gesagt habe, dass vieles auf so einen Faktor Zufall zurückzuführen ist, den im Fußball, den kann man halt teilweise nicht ausschalten. Freiburg hat jetzt quasi momentan Glück, deswegen sind die paar Punkte vor uns. Die Eintracht hat an den letzten Spielen das gewisse Pech. Man kann alles einigermaßen begründen, das war in der Vergangenheit nicht immer so, da waren viele Sachen, die komplett falsch gelaufen sind, aufgrund, weil die Mannschaft zerstritten war, weil der Trainer lasch gemacht hat. Sehe ich alles nicht. Und ich gebe zu, dass ich immer noch die Hoffnung habe, dass die Eintracht nochmal da vorne reinknallt und eventuell trotzdem in den Europapokal kommt, weil, wie ihr es schon gesagt habt, das ist alles sehr eng nach unten und nach oben. Und ich sehe trotzdem einen Aufwärtstrend und ich sehe es so, dass wenn die Eintracht wieder dieses Zutrauen kriegt vor dem Tor, dieses Quäntchen Selbstvertrauen, was im Fußball auch nicht unbekannt ist, dass du Mannschaften hast, die einfach mal eine Pechsträhne haben, wo du denkst, oh, und dann verselbst du nicht das im Kopf. Wenn das weg ist, ist die Eintracht momentan gut ausgestellt. Wir haben hinten diese Lücke, die bei uns entstanden ist, durch Hasebe, kann vielleicht Ordonez vielleicht sogar ausfüllen. Der hat mir sehr gut gefallen, der auch wenn er körperlich noch. Extrem gut gefallen, ja. Wenn der auch körperlich noch ein bisschen zurückhängt, hätte ich auch nicht mehr mitgerechnet. Ich will es immer noch positiv sehen, weil ich noch nicht diesen Abgesang machen will, den ich trotzdem, ich gebe es auch zu, bei Fee dann hatte, dass ich einen richtigen Hass auf Fee hatte, weil ich das Gefühl hatte, da hapert es an der Einstellung und an dem Arbeitsethos vom Trainerteam. Das habe ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, dass genau das ist mit den Standards, dass man es einfach nicht rafft. Warum das nicht besser wird seit gefühlten 15 Jahren hier in Frankfurt? Die letzten gefährlichen Standards waren Albert Streit auf Kyriakos, so gefühlt. Oh, um Gottes Willen. Und ansonsten kam da nichts, was wäre ein gutes Instrument gewesen für die Spieler, die gerade so auf der Kippe stehen. Aber Marvin hat es gesagt, wenn du selbst dann die Elfmeter nicht triffst, dann weißt du auch gar nicht mehr, was du sagen sollst. Und das ist trotzdem was, wo ich mich nicht hier jetzt in die Sendung stellen würde und sagen würde, Fabian, du Dreckschwein, was verschießt du einen Elfmeter? Sondern Elfmeter zu verschießen sind Sachen, die passieren. Bei Eintracht passiert es sehr, sehr häufig gerade. Da würde ich fast eher sogar auf eine Kopfsache schließen und die müssen wir einfach irgendwie loswerden. Ich glaube, da gibt es auch keine Rezepte, dass du sagst, wir üben jetzt im Training Elfmeter. Wenn dann im Spiel es trotzdem wieder nicht klappt, bringt das auch nichts. Ich weiß nicht ganz genau, was die Mannschaft jetzt machen kann, außer darauf zu hoffen, dass die vielleicht mit so einer kleinen Bombshell jetzt plötzlich in Dortmund plötzlich 1-0 in Führung geht, Dortmund verunsichert wird, weil die sich vielleicht auf die Champions League dann konzentrieren und du das Gefühl hast, ja, und dann gewinnst du plötzlich in Dortmund und hast dann zu Hause Augsburg und dann hast du 6 Punkte mehr, bist du wahrscheinlich wieder vorne drin. So. Das ist ein Effekt, auf den ich hoffe, weil es ja in die andere Richtung genauso passiert ist. Die Eintracht ist ja da unten reingerutscht, nicht so, dass man denkt, ja, das war ganz klar, sondern das hat sich in gewissen
Teilen hat sich das verselbstständigt. Du hast dann am Anfang, hast du in Leipzig die Situation mit Radetzky, da denkst du, ja, okay, kann man abhaken, unglücklich gelaufen durch die rote Karte. In Leverkusen kassierst du auch nach 4 Minuten ein Tor, das waren alles so, du bist dann so ein bisschen, das hatte ich so ein bisschen wie so ein kleiner Schwelbrand. Hier kam es rein, dann kamen die Verletzten dazu, dann wurde dieser Sechser nicht geholt, den wir hier schon seit 2 Jahren fordern. Und so, jada, 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 ist es dann passiert, wo du dann am Ende gar nicht mehr wusstest, was ist jetzt genau passiert. Hast probiert, dich jetzt rauszukämpfen, hast dann die Sachen, die du vielleicht in anderen Stellen schlecht gemacht hast, wieder besser gemacht. Ja, und dann spielst du eigentlich 3-mal besser als der Gegner. Und Bremen weiß auch nicht ganz genau, wie die hier 2-0 in Führung gegangen sind. Sorry, also die wissen das nicht genau. Nee. Und dann führen die, ich sag ja, das kam aus dem Nichts. Also, ja, gut, genau, die haben das, was genau das ist es ja. Die haben das im Kopf gerade, was die Eintracht nicht im Kopf hat, was aber mit Qualität und Trainingsarbeit nichts zu tun hat, sondern was einfach so ein verselbstständigender Flow ist, den, glaube ich, im Fußball kann kein Mensch, nicht mal Guardiola kann den berechnen. Das ist halt manchmal einfach so. Nee, also ich würde dir da auch vollkommen zustimmen, dass das in dem Moment halt einfach so eine Kopfsache ist. Wir sind da einfach so ein bisschen zu verkrampft. Es würde uns wahrscheinlich einfach helfen, wenn wir sagen würden, okay, wir haben jetzt unser Ziel durch, alles was jetzt kommt ist Bonus und was wir nicht schaffen, ist halt auch am Ende des Tages vollkommen egal. Dass du einfach diese Lockerheit wieder ins Spiel kriegst, weil du merkst halt einfach, dass wir nach wie vor total verkrampft sind und das war halt auch gegen Bremen so ein bisschen meine Befürchtung, dass nachdem wir da 2-0 zurücklagen, dass dann quasi das Thema nochmal verstärkt, aber da hat sich ja dann zum Gegenteil gewandelt, also von daher könnte das vielleicht so ein bisschen dieses Thema auslösen. Was ich extrem gut fand, ist zum einen, Rebic zeichnet sich wirklich aus da vorne im Sturm, also ohne den geht da vorne ja quasi nichts und Ordonez hat mir auch extrem gut gefallen in der Abwehr, wie der sich da durchgesetzt hat, auch zum Teil mit welcher Kaltschnäuzigkeit er da in die Grätschen geht und mit welcher Sicherheit, also das hat mir so ein bisschen Motivation gegeben. Auf der anderen Seite regt mich Ragota fürchterlich auf. Ja, ich weiß, ich will aber noch ganz kurz noch zu einem anderen Punkt kommen. Du hast gesagt, wir sind verkrampft. Ich würde das in der Defensive der Frankfurter Eintracht nicht bestätigen. Wir sind offensiv verkrampft. Das würde ich schon sagen, dass wir da einfach den Schlüssel noch nicht hundertprozentig gefunden haben. Wobei da für mich Bremen jetzt hier auch wirklich der öffnende Schlüssel sein kann. Aber ich fand schon, dass wir uns in den letzten Wochen zumindest defensiv, und das sah in den vergangenen Jahren, wenn es nach unten ging, ja anders aus. Da war defensiv der Punkt ganz eklatant schwierig. Also in der letzten Saison, als wir eigentlich Richtung Abstieg geschlittert sind, war es auch defensiv so, dass wir nicht viel auf die Kette bekommen haben. Ich habe jetzt ein sehr, sehr gutes Gefühl mit Radetzky, mit Abraham, der ein herausragend gutes Spiel der gegen Bremen gemacht hat, der kurz vor knapp noch das Ding rausgehauen hat, der auch maßgeblich an dem ersten Tor der Frankfurter Eintracht beteiligt war. Anderson Ordonez, den du hier angesprochen hast, der sich wunderbar gleich eingefügt hat mit einer gewissen Bulligkeit, der schon auch gegen Köln gezeigt hat, dass er wahrscheinlich schon mit seiner Robustheit vielleicht eine Verstärkung sein kann. Also da spielen viele Rädchen ineinander. Offensiv haben wir jetzt vielleicht den Brustlöser mit 2 Toren. Das kann natürlich jetzt sich auch wirklich ins Positive umkehren. Wir werden gleich über die Partie gegen Dortmund sprechen. Das ist das eine. Aber vollkommen richtig, um jetzt nochmal wieder zurückzukehren zu den einzelnen Personen. Es ist auch für mich mittlerweile ein einziges Rätsel, wie jemand wie Ragota aktuell überhaupt noch auf dem Platz stehen kann. Der hat für mich leider gar nichts mehr hier auf dem Frankfurter Grün verloren. Ja, definitiv. Also da könnte ich echt die Wände in letzter Zeit hochgehen, was der da spielerisch abliefert und dann auch immer dieses Lamentieren und hier fallen und da. Also Basti, sehen wir das so krass mit einem Ragota, oder geht's dir ähnlich? Ich bin jetzt auch nicht sein allergrößter Fan, dass ich im Trikot gerade von ihm sitze, aber ich habe noch eine gewisse Restsympathie für ihn und kann in diesem allgemeinen, er ist ja jetzt allgemein nicht so gern gesehen. Also viele von meinen Freunden beschimpfen ihn auch aufs Übelste in irgendwelchen WhatsApp-Chats. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in den Spielen, außer jetzt gegen Bremen, in den 2 Spielen, wo diese Wut noch größer geworden ist, nicht in Deutschland war und es nicht so intensiv verfolgt habe und nicht da so darunter gelitten und andere freudige Dinge hatte. Dass er Glück hatte, dass er meine Wut immer noch nicht auf sich hat, aber ich halte ihn prinzipiell gesehen, unabhängig jetzt von einzelnen Szenen, halte ich ihn eigentlich für einen Stürmer von sehr hoher Qualität und ich könnte mir ihn langfristig gesehen, könnte ich mir einen Sturm in Frankfurt mit Rebic und Ragota vorstellen, ehrlich, trotzdem. Ich würde ihn jetzt nicht zum Teufel schicken wollen. Ja, ist vielleicht auch einfach so ein Momentding, aber im Moment sehe ich eben nicht, dass er der Mannschaft hilft, wobei man auch dazu sagen muss, die Alternative dann mit einem Seferovic da, die hätte man sich auch sparen können, die hat mir jetzt auch nicht wirklich so zugesagt.
Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen persönliche Wahrnehmung. Das ist immer, du hast angesprochen, dass er dir teilweise zu rumlamentiert und so ein bisschen zu komisch drauf ist. Das ist so eine Gratwanderung, die man hat, wenn man sich wünscht, dass man eine Mannschaft hat, wo ein bisschen mehr Assis drin sind, dass diese Assis teilweise auch dann echt, ja, also Rebic hat das ja auch manchmal drin, dass du das Gefühl hast, er schreit dann rum oder kriegt, wir kriegen auch viele dumme gelbe Karten und ganz viele gelbe Karten. Ich weiß nicht, ich mag ihn trotzdem irgendwie, aber das kann ich jetzt auch gar nicht so ausführlich begründen, das tut mir leid. Ich muss halt sagen, ja, die Eintracht, ja, ich kann mich dran erinnern, es gab ja bei Twitter so ein paar Leute, die uns belächelt haben, weil wir gesagt haben, die Eintracht hat eigentlich kein Offensivproblem. Ich gebe zu, dass es aktuell für mich schon so ist, dass die Eintracht ein Offensivproblem hat. Eins, was ich aber halt in der, ganz ehrlich, in der Winterpause nicht dementsprechend gesehen habe. Das gebe ich ganz offen zu. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Winterpause nicht gedacht, dass wir im Sommer oder zum Richtung Sommer solche Offensivprobleme haben und dass alle im kollektiven Ausfall sind, wie es halt jetzt bei Seferovic schon länger der Fall ist, bei Grota jetzt aktuell, das sind halt echt Dinge, da muss ich sagen, das tut mir weh, muss aber dazu sagen, dass auch die Jungen aktuell keine Hilfe sind, also ein Barkok, wenn er reinkommt, tut dem Spiel überhaupt nicht gut, da ist dann noch einer der wenigen, die ich jetzt irgendwie im letzten Spiel ein bisschen lieb gewonnen habe, zumindest gegen Köln, dann fand ich, hat er seine Sache relativ ordentlich gemacht, da war der junge Herr Wolf, ja, und da bin ich auch die Daniel Blum Alternative immer noch besser als die vorher von mir genannten, also da haben wir uns in eine schwierige Situation verkasemaduckelt. Ich will noch mal ganz kurz zu einer anderen. Ja. Für was? Verkasemaduckelt. Ich will noch ganz kurz zu einer anderen Thematik zurückkommen. Und zwar, Basti war. Aber dann, bevor du zu einer anderen Thematik kommst, würde ich ganz kurz noch gerne was zu diesem, weil ich auch jetzt scheinbar, die Leute bei Twitter tun ja teilweise auch so, als wenn wir die Offensive der Eintracht stellen würden. Weil nur weil wir mal kurz gesagt haben, die Eintracht hätte kein Offensivproblem und jedes Mal mit der Eintracht kein Tor schießt. Die Eintracht hat kein Offensivproblem. Ich habe immer dagegen gesprochen. Ja gut, und jedes Mal, wenn die Eintracht kein Tor schießt, kriege ich irgendwelche Replies, wo dann gesagt wird, ja und jetzt, also wenn ich das spielen würde. Leute, ich sag's trotzdem nochmal, so dramatisch wie alle anderen, die mir da schreiben, sehe ich es immer noch nicht, weil eine Mannschaft, die viele Chancen hat und die dann nicht nutzt, die hat für mich per Definition trotzdem kein Offensivproblem, sondern die hat an gewissen Stellen Pech im Abschluss oder individuelles Unvermögen oder halt Pech, weil eine Mannschaft, die ein Offensivproblem hat, ist für mich eine, die nach vorne rein gar nichts zustande bringt und da waren bei der Eintracht auch Spiele dabei, das gebe ich gerne zu. Nur würde ich das nicht über so eine lange Strecke sehen, als dass ich der Eintracht ein dramatisches Offensivproblem attestieren würde, weil ich noch genug Spieler sehe, die für mich trotz allem Torgefahr ausstrahlen, auch wenn es momentan natürlich eine schwere Meinung ist, die ich hier vertrete. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass ich daraus ein langfristiges Problem zeichnen würde. Da sehe ich trotzdem das Problem immer noch im Sechserbereich, auch wenn, und da ganz kurzer Einwurf, auch wenn da der von mir oft an ihm festhalten wollende Gacinovic mittlerweile sich aus diesem Loch, in dem er drin war, rausgekämpft hat, wie wir uns das gewünscht haben. Und das war genau der Punkt. Und das ist ja genau das Wichtige. Das ist nämlich gerade bei Spielern wie Gacinovic. Daran musst du festhalten, denn das haben wir gleich doch gesagt. Das ist eine schwierige Saison für den. Das ist doch nicht einfach. Das ist jetzt, der muss sich in der Bundesliga etablieren. Langsam kommt er da raus. Und das war gegen Bremen, hat er sich selbst belohnt mit einem Tor. Und das ist doch genau diese Entwicklung, die man natürlich auch so Spielern zugestehen muss. Die haben ja in den letzten Spielen schon ordentlich, also ich meine, Gacinovic hat ja für mein Dafürhalten auch gegen Gladbach ein ordentliches Spiel gemacht, ja. Und gegen Köln war das auch in Ordnung und jetzt hat er sich endlich belohnt. Und so ist das. Es ist halt eine Entwicklung. Die Eintracht ist ein Verein, bei dem Spieler natürlich noch auch eine gewisse Entwicklung durchlaufen. Und wenn sie wie bei Gacinovic jetzt mal zu Toren führen, dann ist das ja natürlich auch die gewollte. Ja. Und er hat diese Umstellung auf seine neue Position, die ja auch nicht unbedingt seine Paradeposition ist, hat er trotzdem auch gut hinbekommen, weil Huschti ist gegangen und dann musste er zwangsweise auf Deutsch spielen. Junger Kicker, der unbedingt jetzt nicht die besten körperlichen Voraussetzungen für diese Position hat, aber einigermaßen gut gemacht. Und das bestätigt mich in der Hoffnung, dass wenn Spieler wie Herr Gotha und Rebic jetzt teilweise auch so durchhängen, dass wenn man aber sieht, dass sie eigentlich geile Kicker sind, dass man dann sagen muss, okay, wir sehen, dass ihr gerade nicht gut kickt und seid euch ja nicht so sicher, dass ihr weiterspielt, aber wir würden euch gerne das Vertrauen geben und hoffen, dass ihr euch dessen bewusst seid und das nutzt. Und Gacinovic hat das meines Erachtens nach gemacht. Und ich hoffe, dass Kovac das bei anderen Spielern auch so hinkriegt. Was ich dazu kurz noch anmerken wollte, ist, man muss aber auch dazu sagen, dass wir ja
über die ganze Saison hinweg noch kein Torfestival in dem Sinne abgeliefert haben. Also wenn du dir einfach mal guckst nach der aktuellen Lage, wie viele Tore die Eintracht geschossen hat, dann sind wir halt auch im Gesamtkontext auf dem fünftletzten Platz. Ja, ja, also wir waren halt effizienter. Wir waren effizienter und in der Defensive halt einfach besser. So. Und jetzt kommt halt einfach hinzu, dass wir nach wie vor nicht mehr Tore schießen, aber eben durch die Ausfälle die Lücken im Mittelfeld und in der Defensive haben. So, und wenn du dann das... So, aber du sagst auch selber gerade durch die Ausfälle auch. Und da hat man einen Grund, das soll nicht nach Ausrede klingen. Und ich war der Erste, der es immer kritisiert hat, wenn Hübner das ins Feld geführt hat. Aber diesmal kann es gelten. Dass die Eintracht im Winter sehenden Auges in diese Lückenhaftigkeit in der zentraldefensiven Mittelfeldposition gegangen ist, das kann man kritisieren. Aber dass sich dann einer nach dem anderen verletzt, Vallejo und Abraham und diese ganzen roten Karten dazukommen, dafür kann keiner was, außer die Spieler selber, die vielleicht eine rote Karte kriegen. Also man muss aber auch nochmal dazu sagen, dass wir, also diese eklatante Defensivschwäche sehe ich übrigens auch nicht. Wir haben 30 Gegentore kassiert, das ist immer noch ein richtig guter Wert. Das Problem ist, dass wir halt auch offensiv einfach viel zu wenig geschossen haben. Das ist halt das Ding, aber mit 30 Gegentoren nach 28 Spielen, das ist wirklich, das ist ein ordentlicher Durchschnitt. Also da gibt es andere Mannschaften, selbst Borussia Dortmund, die schießen natürlich auch wesentlich mehr, aber auch, aber trotzdem, guckt ihr die negative Tordifferenz vom SC Freiburg an. Ja, die haben 47 Gegentore, natürlich haben die auch ein paar mehr geschossen, aber trotzdem muss man hier schon sagen, der Defensive ist das Problem der Eintracht nicht, das war zuletzt jetzt einfach die Offensive, aber der Basti hat es nämlich genau gut angesprochen und das ist ja jetzt eigentlich diese wirkliche Frechheit, die jetzt hier wieder losgeht, dass ich mich ehrlich gesagt darüber aufrege, dass jemand wie Hellmann allen Ernstes jetzt behauptet, wir gucken nach allen Seiten, nach oben, nach unten, ja was ist denn los mit dir? Dann hättest du das wirklich aber mal im Winter hättest du deinen Worten, die jetzt gesprochen werden, hättest du im Winter schon Folge leisten müssen, denn wir haben sehenden Auges, wie der Basti eben schon richtig gesagt hat, überhaupt nicht nachgebessert. Überhaupt nicht. Was ist los? Dann kannst du doch nicht erwarten, dass wir jetzt hier großartig hier einen auf Hallodri machen. Alles andere, wenn es jetzt irgendwie so trotzdem funktioniert hätte, dann wäre das positiv gewesen. Aber wir haben ja Stellen überhaupt gar nicht besetzt, die eklatant offen waren. Ja? Und ich will jetzt nicht schon wieder die alte Litanei hier loslassen. Aber es gab Positionen. Sagt sogar der Hund. Ja, siehst du mal. Ja, also klar, wir haben natürlich auch, wie du schon sagst, 30 Tore nach 28 Spieltagen. Es gibt nur eine Mannschaft, die weniger Tore kassiert hat und das ist die TSG Hoffenheim mit 28 Toren. Also wir von der Defensive her stehen wir halt schon echt bombig so im Gesamtkonstrukt. Am Ende führte wahrscheinlich das eine zum anderen und das kleine Offensivproblem, was wir haben, das kleine, ist nicht groß, aber klein und der Rest zusammen führt halt einfach dazu, dass wir da oben jetzt so langsam sicher rauspurzeln. Und wenn wir mal so auf das Endprogramm gucken, um auf Bastis Aussage mit, wir haben noch eine Chance, da oben reinzurutschen, dann finde ich, wird es eine schwierige Chance. Wir spielen gegen Dortmund, das wird schwer. Wir spielen gegen Augsburg, die sind momentan... So, dankeschön. Also jetzt gehen wir es doch mal durch. Ja. Dortmund wären maximal Bonuspunkte, so weiter. Richtig. Mhm. Augsburg? Drei müssen Punkte. Drei. Ja. Pokal überspringen wir. Hoffenheim? Ja. Ein Punkt, da maximal. Fahren 9000 Leute mit. Maximal ein Punkt. Heimspiel in Hoffenheim kann immer was passieren. Ich war auch schon dort, wo Schwegler ein Ding aus 35 Metern in den Winkel gerollt hat. Es ist aber ein Auswärtsspiel in Hoffenheim. Ist doch egal. Ich sag ja trotzdem fast wie ein Heimspiel bei 9000 Leuten. Ja, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber. Mhm. Dann haben wir Wolfsburg. Zu Hause. Gib ihn mir, ja. Zu Hause. Drei Punkte. Mainz. Sind schon 10. Siehst du da drei Punkte? Ja. Ich sag maximal unentschieden. Und dann am letzten Spieltag Leipzig. Also entweder ist die Messe da gesungen und wir nehmen irgendwie drei Punkte mit oder wir gehen halt leer aus. Dazwischen gibt's nichts. Doch, da gibt's egal, was passiert. Ja, also wenn die Messe gesungen ist bei Leipzig und bei uns auch, dann ist es egal, dann ist es wahrscheinlich ein 4-4. Wenn die Eintracht aber im letzten Spiel gegen Leipzig einen Sieg braucht, um in den Europapokal zu kommen, dann gewinnen wir auch das. Ja, von mir auch überzeugt. Wie unsinnig optimistisch du bist. Sorry, ganz ehrlich, ich habe das letzte Mal durchgetippt und habe irgendwie 4 Punkte noch für die Eintracht gesehen, aber wie du jetzt auf 10 oder was, 13 kommst, ja, okay. 10 plus X, ja. Na gut. Also Mainz, Wolfsburg und Augsburg traue ich der Eintracht schon zu.
Ja, weißt du, ganz ehrlich, ich denke, dass Mainz momentan hat, die haben richtig Dreck am, am Schuh. Aber genau das ist nämlich wieder so eine Situation, wo ich nicht glaube, dass die Eintracht den Killerinstinkt hat. Ja. Die könnten Mainz wirklich zumindest in der Relegation schießen und sind wieder zu dusselig. Genau, ich weiß, wie es läuft. Das ist typisch Eintracht. Du kannst ja, aber dein, dann kann ich mich immer noch, über, ich reg mich dann drüber auf, wenn es zu weit ist. Und dann bin ich der Erste, der vorne weggeht. Aber also mit ganz viel gutem Willen, dann sehe ich da so 7 bis 8 Punkte für uns, aber das ist dann schon optimal. Tendenziell würde ich da auch eher mit Marvin gehen und sagen, da fallen jetzt noch 4, vielleicht 5 Punkte raus und dann war es das. Also aber sämtliche, was auch klar. Dann haben wir immer noch ein Pokal-Halbfinale in Gladbach, ja. Und wenn ja, wir dann ist, ins Pokalfinale kommen, dann ist es auch wieder alles anders. Also. Aber wenn es natürlich wirklich so kommt wie Bastian, kann trotzdem sein, dass wir nicht einen Europacup erreichen. Aber ehrlich gesagt wäre es ja für die Saison an sich einfach auch eine ganz gute Sache, wenn wir am hinten raus jetzt nochmal ordentlich Punkte holen. Denn egal wie das dann ausgeht, ist es halt momentan eine beschissene Rückrunde und die musst du jetzt schon nochmal ein bisschen aufbessern. Also ja, mit ja, einer Rückrundentabelle auf Platz 17 will ich nicht irgendwie die Saison beenden. Also so auf Platz 10, 12 könnten wir dann schon landen. Und das sind ja Spiele dabei, die du schon gewinnen kannst. Also meine Güte, wir müssen hier zu Hause, müssen wir gegen Augsburg gewinnen, da gibt es gar nichts. Die sind momentan überhaupt nicht gut sortiert, da stimmt überhaupt nichts. Ja, und das sind Partien und gegen Hoffenheim, gerade wenn 9000 Leute mitfahren, da geht da natürlich auch was. Das sind wirklich so zwei Dinge, da musst du wirklich was reißen. Bei allem anderen habe ich, ehrlich gesagt, kein Gefühl. Ich denke eher, dass beim letzten Spieltag, wo ich echt denke, dass da was gehen könnte gegen Red Bull, wenn hier das Dach fast wegfliegt am 34. Spieltag, da ist leider wahrscheinlich so, dass es für Red Bull wahrscheinlich um gar nichts mehr gehen wird. Also da können wir auch nichts mehr verhindern. Ja? Die werden wahrscheinlich schon einen sicheren zweiten Platz bis dahin haben. Ja, aber Dann werden die allein aus Selbstschutz hier verlieren wollen. Ja, wahrscheinlich, ja. Also ja, ich bin so ein bisschen da weniger euphorisch, weil wie oft haben wir in den letzten Wochen gesagt, von wegen, das sind Spiele, Gegner, gegen die müssen wir punkten, ganz klar, und es hat irgendwie nicht funktioniert. Also vielleicht male ich jetzt auch einfach zu schwarz, aber naja gut, also rein von den Ergebnissen kann man auch durchaus auch ein bisschen skeptisch sein. Das Einzige, was einen Optimisten stimmen kann, ist schon ein spielerischer Wandel und das muss man bei allem Pessimismus halt festhalten, hat in den letzten Wochen schon Einzug gehalten. Ja. Also hier, du merkst natürlich diese deutliche spielerische Qualität, die mit der Wiedereinstellung beziehungsweise mit dem auf Dabeisein von Fabian einfach vorangetragen wurde. Und das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Und wir haben auch unsere Stabilität gefunden. Wir haben Gacinovic. Also man muss nicht alles total schlimm malen. Keine komplette Trümmertruppe. Will ich auch gar nicht. Also ich werde, oder sagen wir es mal andersrum, ich bin zufrieden, wenn wir die Rückrunde ordentlich zu Ende spielen, wenn man klar erkennen kann, dass die mannschaftliche Geschlossenheit und der Wille da ist und es am Ende vielleicht einfach an Breite im Kader und am Quäntchen Glück fehlt, wo man dann sagen kann, okay, das sind Dinge, gegen die hätte man in der Winterpause was tun müssen. Das ist aber nicht die Schuld der Spieler, sondern die Schuld der anderen. Und man hat es versucht und es hat dann halt einfach so ein bisschen am nötigen Können und Glück gefehlt. Dann würde mich das trotzdem positiv stimmen, weil ich dann sage, wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Wir haben eine solide Saison gespielt und das würde mich extrem glücklich machen, dann auch mit dem Blick nach vorne zu gucken, was dann da kommt. Und alles, was darüber hinauskommt, sind Bonuspunkte, aber dann wäre für mich das Ding sauber zu Ende gebracht. Ja, 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 ja. Ja. Aber Basti hat es gut angesprochen, wir haben ja noch den Pokal. Halbfinale ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, ja. Da müssen wir halt sehen, dass wir da irgendwie ein bisschen was rausholen. War schon schlechter, ja. Auf jeden Fall, aber da werden wir ja vorher, direkt davor werden wir da auf jeden Fall nochmal intensiv drauf eingehen. Der Gegner, wenn er sich so zeigt, wie er sich zuletzt zu Hause in Frankfurt gezeigt hat, dann würde ich sagen, ist alles möglich. Genau, das Ganze findet am 25.04., das ist ein Dienstag, 20.45 Uhr, von daher müssen wir mal gucken, wie direkt davor wir uns dem Thema nähern werden, aber wir werden auf jeden Fall das Thema noch intensiv beleuchten. Bevor wir auf das Thema Dortmund, was ja der nächste Gegner ist, gucken, sollten wir vielleicht erstmal so ein bisschen Aktuelles behandeln. Aktuell ist das Thema Radetzky noch so ein bisschen bei mir offen. Ja. Verlängerung nach wie vor
noch nicht erfolgt. Mhm. Und es werden jetzt auch schon erste mögliche Ersatzkandidaten gehandelt, was ich auch so ein bisschen verwirrend finde, wenn man doch dran glaubt, dass diese Verlängerung noch stattfindet. Warum tauchen dann jetzt auf einmal Ersatzkandidaten auf, die wahrscheinlich aber noch nicht mal von der Eintracht kommen, sondern so da irgendwie durch die Gegend getrieben werden? Was denn so eure Einschätzung zu dem Thema, Basti? Ich hab's die ganze Zeit so ein bisschen ignoriert aus Selbstschutz, weil ich einfach nicht mir dran denken will, dass er jetzt schon wieder geht und hoffe, dass diese Sache mit der Vertragsverlängerung jetzt stimmt. Auch wenn ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich trotzdem große Befürchtung habe, dass er geht, weil er ein sehr, 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 sehr guter Torwart ist. Der Trapp für mich fast 1:1 ersetzt hat, wenn in gewissen Stellen 1:1 war sogar besser. Ich wollte gerade sagen, fast für mich sogar an Stellen besser. Also. Und es gibt viele Mannschaften, wo ich sagen würde, ihr solltet euch den lieber holen. Ich will die Mannschaften jetzt gar nicht hier drauf bringen, aber ich weiß nicht, wie lange hat er eigentlich noch Vertrag? Ein Jahr noch. Ein Jahr noch, ja. Ist jetzt wieder das Ding, was bei Eintracht halt immer ist. Aber die Sache ist, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, wenn er jetzt nicht verlängert, dann würde ich ihn verkaufen. Tja, also ich sehe es ganz genauso wie du. Ja. Würde es auf jeden Fall auch so machen. Ich glaube, dass, ja, das ist ja auch gar nicht so dramatisch. Ich meine, hätten wir zweimal hintereinander ein Torwart wahrscheinlich gewinnbringend verkauft und würden uns damit ja auch ein Stück weit auszeichnen. Ich denke, wenn für ihn attraktive Angebote, auch die ihn weiterbringen, da sind, dann muss man darüber nachdenken. Es gibt auch momentan auf dem deutschen Markt ausreichend Torhüter, die Interesse hätten, die Lücke zu füllen. Darüber kann man nachdenken. Finde ich gar nicht verwerflich. Und wenn es für ihn in Richtung Topclub geht, internationaler Topclub, warum nicht? Was wären denn für euch so Ersatzkandidaten? Also finde im Slack sind ja zwei Namen aufgetaucht. Einmal Schwolo und Pollersbeck. Ja, also Pollersbeck kann ja maximal nur Alternative sein. Also man muss mal schon die Kirche im Dorf lassen. Der ist jetzt hier bei Kaiserslautern, macht einen guten Deal, aber den kannst du nicht als komplette Nummer 1 verpflichten. Ne? Also Pollersbeck ist für mich jemand, den du aufbauen kannst, der natürlich das Potenzial hat. Schwolow, ach ja, ganz ehrlich, der Typ ist bestimmt ganz cool, aber mich nervt der Name. Ich weiß nicht. Ja, der strahlt nichts aus, dieser Name, gell? Nee. Wir haben Schwolow im Tor. Schwolow klingt wie der Asta-Sprecher. Ja, ohne Mist. Ich habe keine Ahnung warum, ne? Aber allein vom Namen nervt er mich schon seit Ewigkeiten. Ja. Schwul, ja. Er guckt auf dem Transfermarktbild auch so ein bisschen labil. Ja, das ist ein solider, guter Torhüter, das muss man schon zugeben, hat ja auch andere. Ja, der macht das doch echt gut, ja. Ja. Er hat auch bei Bielefeld schon ordentlich gespielt, also man kann ihm von seinen Leistungen überhaupt nichts Negatives nachsagen, das wäre auf jeden Fall eine sichere Bank, ja. Wie gesagt, das ist halt persönliche Animositäten, die eine Rolle spielen. Hättest du denn sonst noch einen Namen, der dir spontan als potenzieller Ersatz einfallen würde? Müsste man nachgucken. Also kann ich jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle nicht sagen. Es werden ja unglaublich viele Leute gehandelt von U20 Nationalspielern aus den amerikanischen Gefilden. Also da ist momentan noch viel zu viel Spekulatius dabei. Das gehört auch ein bisschen dazu, auch dass die Eintracht sagt, ja, wenn du nicht verlängern willst, wir gucken ja nach anderen. Also es ist jetzt nicht so, als würde man jetzt hier total auf die Schranke gewesen sein. Ne? Also das gehört so muss man es auch machen, dazu. Genau. Ja. Und da muss man auch erstmal gucken, ob er so eine gute Planstelle findet, die ihn wirklich viel, viel weiterbringt, auch menschlich, und dass er sich weiter wohlfühlt. Yes. Und dass er nicht der nächste Affe ist, der nach Wolfsburg geht oder so. Ja. Also ich glaube, das könnte halt noch so ein Bonuspunkt für uns sein. Dieses mannschaftliche Gefüge, das ganze Drumherum, der Trainer und das alles, das könnte vielleicht dann am Ende des Tages halt, finde ich zumindest von meiner Wahrnehmung, aber das ist wahrscheinlich auch einfach die Eintrachtbrille, die ich dazu sehr aufhabe, das könnte sowas sein, was einem im Vergleich zu so Mannschaften wie Wolfsburg oder was auch immer schon ein Bonuspunkt am Ende des Tages dann einfach auch ist. Ich meine, klar hat er gewisse Ambitionen, um dann auch zu sagen, er will langfristig einfach auch, um sich als Nationalkeeper da auch zu festigen und etc. und auch Erfahrungen zusammen international spielen. Da ist halt die Frage, welche Perspektiven kann man ihm da vermitteln? Da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass, wie gesagt, das Drumherum und das Trainerteam dafür sorgen kann, dass man sagt, okay, pass auf, da ist noch ein bisschen was drin und gib uns noch die Chance, aber ja, finanziell wird es halt wahrscheinlich auch schwierig. Man darf auch nie als Eintracht Frankfurt nicht immer zu demütig mit
guten Spielern umgehen. Der weiß auch schon, was er an uns hat, dass er ein Umfeld hat, was ihn feiert, dass die Fans ihn feiern, dass der Publikumsliebling ist, hier ist eine geile Stadt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, für ihn würde es für einen absoluten Top-Club reicht es bei ihm auch nicht. Also der könnte maximal den Schritt machen nach Leverkusen oder Wolfsburg, aber der würde nicht bei Dortmund oder Bayern spielen. Dafür fehlt ihm als Torwart einfach auch eine gewisse Präsenz, muss man, ist halt so. Dafür hat er nicht diese beeindruckende Statur wie ein Neuer. Und ich sehe ihn jetzt nicht in einem Verein, der regelmäßig Champions League spielt. Also von daher habe ich noch eine gewisse Hoffnung, dass er bleibt und hoffe, dass er wirklich nicht, wie ich wiederhole mich, der nächste Idiot ist, der nach Wolfsburg geht und sich dann plötzlich wundert, dass es da doch nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, weil er nur selten in der Mannschaft sind und kein Schwanz sich für die interessiert. Ja, also ich meine, es ist jetzt noch nicht so, dass du die finnische Nationaltorhüter-Position jetzt großartig verteidigen musst. Also bei allem Respekt, da spielst du Bundesliga, spielst bei einem, also bei einem Bundesliga-Verein und auch regelmäßig, da hast du schon mal mehr als erreicht als die anderen Kontrahenten regelmäßig. Ja. Ne? Also ich meine, das Einzige, ganz kurz, was ich mir bei ihm vorstellen könnte, ist, dass ich glaube, Skandinavier haben immer eine ganz, ganz große Faszination für die Premier League und da würde ich ihn dann verstehen. Ja, wenn er das Dreifache dort verdient und spielt da beim mittelmäßigen Verein wie Everton oder so, dann würde ich das verstehen. Ich würde es aber nicht verstehen, wenn er, wie gesagt, zum angesprochenen Wolfsburg oder so gäbe. Die magst du halt auch überhaupt nicht, oder? Wolfsburg, Alter, wer kann denn Wolfsburg? Nein, Wolfsburg muss ich sagen, ich wiederhole es hier gerne nochmal, Wolfsburg ist ein Dreckshaufen. Ein richtiger Dreckshaufen, die Geld verbraten, das nicht zugeben und den Platz in der Bundesliga für einen Verein klauen, der echt spannender wäre. Ja, aber jetzt, guck dir das doch mal an. Da werde ich schon wieder total wütend. Warum reden wir hier überhaupt über Wolfsburg? Aber guck dir doch mal an, was die mit Spielern gemacht haben, die teilweise von anderen Vereinen waren, die auch ganz gut waren. Sebastian Jung ist das beste Beispiel. Natürlich hat er sich fürs Geld entschieden. Ist in Ordnung. Aber im Endeffekt hat er damit eine Karriere komplett in den Sand gesetzt. Schön, dass er jetzt mal seit Jahren mal wieder ein Bundesligaspiel gemacht hat. Applaus. Aber trotzdem, wie die ganze Scheiße gelaufen ist, der hätte bei uns, im positiven Sinne jetzt, ne, nicht von der Leistung her, hätte bei uns locker der zweite Nikolov werden können. Also allein von Identität, ein Spieler, der mal groß geworden ist bei der Eintracht, der auch irgendwie schon ein bisschen was mitgebracht hat als kleiner Bub mit so komischen Ohren und so weiter und so fort. Das wäre doch lustig gewesen, ja. Das wäre auch für ihn ein ganz guter Status gewesen. Geht er zu so einem sehnlosen Kackverein, spielt halt jetzt mal ordentlich Bundesliga, denn natürlich hat er genug Geld verdient, genauso wie der Ochs damals. Aber es ist halt im Endeffekt einfach nur dieses seelenlose Kackgeschäft. Und ich kann mit solchen Vereinen nichts mehr anfangen. Und wenn die dann, ich könnte das beim Radetzky noch verstehen, so whatever, spielt er halt da und verdient halt Geld, ja, whatever. Aber im Endeffekt ist es halt nichts, was der Bundesliga irgendwie gut tun kann. Das merkst du doch. Guck dir mal, was die für einen Wechsel haben. Der einzige Spieler, der aktuell von Wolfsburg wirklich profitiert und wo es mich auch für ihn freut, ist der Gomez. Weil Gomez ist jemand, der sich endlich dahingehend entwickelt hat, dass du sagen kannst, okay, er hat es in der Bundesliga wieder neu geschafft. Und das muss ich auch sagen, vollkommen okay, das ist für ihn das optimale Umfeld. Aber alle anderen Halotris, die da rumschwirren, ja meine Güte, guck dir den Luis Gustavo an, was ist aus dem denn geworden? Meine Fresse. Also da sind doch alles nur Underperformer. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Die Davi, Mali, das sind alles, die holen die einfach, weil die dann mal eine gute Halbserie spielen, dann holen die ihre Millionen daraus und dann wissen die gar nichts mit denen anzufangen. Im Endeffekt ist es ein nerviger Verein, der ich hoffe sehr, dass sie trotzdem vielleicht absteigen, was auch, wenn es unwahrscheinlich ist. Das nervt mich langsam. Ich stimme euch da zu 100% zu. Ja, also ich werde jetzt nicht anfangen, Wolfsburg zu verteidigen, ganz bestimmt nicht. Nee, ja, aber jetzt wieder der kleine Ausflug. Muss halt manchmal sein, ich meine, bei diesem Bundesliga-Geschäft ist dann vielleicht für uns, wo wir in einigermaßen gesicherter Position momentan sind, müssen wir uns dann auch mal über andere Sachen aufregen. Ne? Genau. Das wird ja hier auch ständig. Ganz gut. Ich meine, ist ja auch ganz gut, dass wir nicht komplett in einen Abstiegssumpf momentan vor den eigenen Augen haben. Ja, ist ja ganz gut, wenn man sich mal über andere Sachen aufregen kann. Da ist das große Ganze, die Bundesliga, dann auch ein aufreibendes Geschäft immer noch. Das ist in der Tat richtig. Ja, dieses aufreibende Geschäft geht für uns dann am kommenden Wochenende weiter gegen Dortmund, so hoffen wir mal. Ja. Also ist ja momentan eine krasse Situation. Ich weiß die aktuellen Entwicklungen nicht hundertprozentig, aber Grüße raus nach Dortmund. Ich hoffe, da ist alles in Ordnung. Also ja, ich bin jetzt hier kein gläubiger Mensch, also deswegen fange ich nichts mit Prayers an oder so, aber ich hoffe, dass allen Spielern, auch dem Marc Bartra, dann wieder gut geht. Ja, was da vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco da passiert ist, wird die Zeit zeigen, was da genau Sache ist, aber ich denke, unser alle, wie soll ich sagen, Gedanken sind bei euch. Ne? Kann man schon so sagen. Das kann man definitiv so sagen. Es ist eine sehr schwierige Situation und hoffen wir mal, dass das schnell aufgeklärt ist und dass da
es keine größeren Verletzungen jetzt gegeben hat. Auf jeden Fall, ja. Übel einfach sowas. Krass. Ja. Absolut beschissen wäre meine Formulierung gewesen, aber ich glaube, im Kern trifft es das, ja. Ja gut, aber wir wissen ja auch gar nicht, was jetzt genau Sache war, ne? Also genau. es macht jetzt keinen Sinn, großartig Gerüchte hier irgendwie an Land zu karren, aber was ich zum Beispiel toll finde, und das muss ich sagen, das ist für mich so der Spirit von Fußball und auch von dem... Was die Monaco-Fans gerufen haben, gell? Genau, erstens das, und was ich auch geil finde, ist Hashtag Twitter, wer aktuell uns live zuhört, kann das vielleicht so ein bisschen verfolgen, Bad for Away Fans, also Hashtag Bad for Away Fans, total geil, da geht es darum, dass Betten für Monaco-Fans jetzt gesucht werden, damit die heute übernachten können, damit sie das Spiel, was für morgen angesetzt ist, also das ist jetzt ein kleiner Blog, den ich jetzt hier loslasse, das ist für die Leute später irrelevant, aber dass die dann übernachten können in Dortmund und Umgebung, damit sie morgen das Spiel verfolgen können, und das ist so eine gemeinsame Initiative, hauptsächlich anscheinend von Dortmund-Fans und allen Beteiligten hier aus dem deutschen Raum, Dortmunder Raum, finde ich eine geile Sache, ja. Das ist das Beste, was du dagegen tun kannst, zu zeigen, wisst ihr was, keine Ausgrenzung, ihr schlaft jetzt bei uns und morgen gucken wir uns das Spiel alle gemeinsam an, und dann ist das ein positiver Spirit, was Positives nach außen senden, finde ich herausragend gut. Ja, das sind, wie Max vom Rasenfunk sagen würde, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Also das ist halt ein absolutes Positivbeispiel in dem ganzen Chaos, was da jetzt gerade herrscht. Ja. Gucken wir trotzdem mal so ein bisschen auf den kommenden Samstag. Wir spielen gegen Dortmund Samstag 15.30 Uhr. Und die klassische Frage, die da ja immer ist, mit welcher Aufstellung gehen wir denn da rein? Weil Dortmund hat schon so ein bisschen Offensivqualitäten. Yep. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen anderes Spiel als jetzt gegen Bremen. Würde ich jetzt mal behaupten, so ohne große Ahnung. Ich weiß nicht, also ich würde auf jeden Fall, also mir hat der Russ jetzt zuletzt leider nicht gefallen, er ist halt leider sehr, sehr wechselhaft, ne? Also es ist so, ich tue mir schwer, also ich habe den vor zwei Wochen fand ich ihn noch ganz gut, jetzt, also ich weiß nicht, er hat noch keine Konstanz gefunden, was man ihm natürlich auch nicht irgendwie vorwerfen kann. Wollte ich gerade sagen, ist mit der Geschichte, mit der Vorgeschichte und so weiter wahrscheinlich auch schwierig, da jetzt nach zwei Spielen Konstanz zu erwarten. Alles vollkommen boogie, ja. Also gar kein Drama. Ich hoffe halt, dass Vallejo wieder dementsprechend fit ist. Also müssen wir mal sehen, aber sollte er bis dahin wieder fit sein, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, es wird zu kurzfristig. Hm. Aber sollte, dann würde natürlich Russ rausrücken, Vallejo rein, und ansonsten würde ich fast alles so lassen und würde mir nur wieder Gedanken machen, was ich denn mit dem guten Rekruter da mache. Ja, was wäre denn eine Alternative? Wieder Seferovic? Ja. Begeistert jetzt auch irgendwie nicht so richtig, oder? Ach nee, vielleicht würde ich wirklich mal sagen, dann setz halt mal, wurschtel mal den Danny Blum nochmal rein oder den Marius Wolf. Allein dann hast du wenigstens schnelle Spiele. Also ob jetzt der Regota den Ball nicht ins Tor wurschteln kann oder ein anderer Spieler, ist auch egal. Dann hast du vielleicht mit Danny Blum oder Wolf jemanden, der irgendwie die Gegner ein bisschen schwindlig spielen kann. Also vielleicht müssen wir einfach darauf gehen. Ja? Und ich glaube, dass Rebic jemand ist, der es noch zwei, dreimal probieren muss, und dann geht der Ball auch mal rein. Weil Rebic zeichnet sich in dieser Rückrunde als einer der wenigen absoluten Konstanten aus. Das muss man wirklich auch positiv hervorheben. Ja. Und ich denke, der Junge wird sein Glück noch finden. Also gucken wir vielleicht nochmal auf die Ausstellung, wenn du sagst, Russ wäre so das Einzige, was du irgendwie tauschen würdest. Wir hatten gespielt in der Abwehr mit Abraham, Russ und Ordonez. Da wäre deine Variante, wenn Vallejo fit wird, da den für Russ zu bringen. Davor haben wir gespielt mit Chandler, Mascherell, Gacinovic, Oczipka, wobei Oczipka und Chandler ja immer so zwischen Außenverteidiger und Außenspiel des Mittelfelds so ein bisschen sich hin und her bewegen. Und vorne hatten wir Fabian, Rebic, Regota. Ich muss sagen, ich würde auch Russ und Vallejo tauschen, den Rest würde ich so lassen. Regota also nochmal probieren, ne? Regota. Ja, ich würde Regota, ich wüsste leider keinen anderen. Also ich finde die Idee mit Wolf gar nicht so verkehrt, weil er mir doch durchaus gefallen hat in den letzten Spielen. Ist vielleicht aber auch einfach so ein Erfahrungsthema, was ihm dann so ein bisschen da abgeht. Ja, und da muss man mal positiv sagen, du merkst schon, ich meine, natürlich ist alles jetzt keine ganz easy Situation, wir haben jetzt oft kein Tor geschossen und alles, aber trotzdem, die Spieler kommen jetzt nicht rein und sind alle total verkopft. Also da ist die Tabellensituation oder die Punktesituation doch ein bisschen zum Vorteil für uns, denn die Jungs müssen jetzt auch nicht
denken, dass jetzt hier die Welt untergeht, ne? Und Marius Wolf, der kam jetzt rein, hat plötzlich von Anfang an gegen Köln gespielt und hat eine ordentliche Partie gemacht. Und Daniel Blum, der kann sich ja auch das ein oder andere mal anbieten und so müssen die einfach weiterarbeiten. Hm. Ich hätte mal so eine ganz andere Idee. Na klar. Mal zu probieren, ist wahrscheinlich auch eher so ein bisschen schwierig. Rebic sagt zwar eigentlich, er fühlt sich auf dem Flügel eher wohl als vorne in der Spitze, trotzdem sehe ich ihn momentan so als treibende Kraft. Von daher würde ich ihn wirklich da vorne in der Spitze lassen. Ich würde es mal dahinter mit zwei offensiven Mittelfeldspielern versuchen und mal gucken, ob Stendera vielleicht wieder kann. Also dann quasi Fabian Stendera dahinter und ja, hinten, wenn Vallejo fit ist, den dann anstatt von Russ spielen lassen, ansonsten ja, bleibt ja nicht viel an Auswahl. Also ich würde Regota wirklich die Pause gönnen und vielleicht mal gucken, wie fit Stendera da ist, wenn wir sowieso sagen, Dortmund ist jetzt eher so, ja, Bonus, wenn was rausfällt. Ja, also ist auch eine Option, ne? Ja. Ist halt dann wirklich die Frage, wie fit Stendera da schon ist, aber es wäre vielleicht halt wirklich dann, dass du halt nicht über die Flügel gehst, sondern vielleicht eher über die Mitte das so ein bisschen versuchst, weil Flanken waren jetzt auch in letzter Zeit nicht so das Mittel der Wahl. Ja, also, tja, ich kann man machen. Also, ich bin da relativ emotionslos gerade. Ja, man merkt, der Drive fehlt hier gerade so ein bisschen, meine Herren. Ja, das Ding ist, wir können ja vorne nicht diskutieren über Meier oder Hrgota, weil Meier ist verletzt und Receferovic ist eigentlich schon gefühlt weg. Und ja. Gefühlt hast du jetzt schön gesagt. Also. Und, ja, die Sache ist, dass es, glaube ich, trotzdem in Dortmund brauchen wir halt einfach mal Suff. Und ich versuche es jetzt einfach auszusitzen, ehrlich gesagt. Ich reg mich nicht auf oder will irgendwelche Veränderungen haben. Ich versuche es auszusitzen. Mhm. Das ist wie wenn du bist halt im Casino und spielst auf Rot und dann kommt ständig Schwarz. Dann bleibe ich jetzt bei Rot sitzen. Es wird schon irgendwann jetzt wieder kommen. Also ich will gar keine gravierenden Veränderungen. Nicht was Aufstellung, Personal und Taktik betrifft, sondern ich will einfach, dass die Eintracht nur nicht den Kopf hängen lässt. Und das habe ich in den letzten drei Spielen nicht das Gefühl gehabt, dass sie es tun, was auch wichtig ist, weil die Mannschaft hätte sich von dieser Negativspirale viel weiter reinreißen lassen können. Das ist definitiv richtig. Haben wir hier auch schon anders erlebt, dass du dann plötzlich 1-4 daheim gegen Gladbach verlierst und dann schaust du dich erstmal um. Oder dass du dann gegen Bremen 2-0 zur Halbzeit zurückliegst und kommt gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Das hatten wir auch alles schon in so Situationen. Haben wir jetzt nicht, deswegen bin ich nur einigermaßen positiv und hoffe, dass die Eintracht das Pech, was sie in den letzten Wochen hatte, jetzt zurückgezahlt kriegt in Dortmund und dort mit Ach und Krach von mir aus auch mit einer Schiedsrichterentscheidung, die 9 Stunden beim Doppelpass diskutiert wird, weil ein anderer Spieler Hand auf der Torlinie spielt und der Schiedsrichter es nicht sieht, ist mir scheißegal, 1-0 dort gewinnt. Also was für mich in dem Spiel so ein bisschen für uns spricht, ist, dass Dortmund ganz klar die Mannschaft ist, auf der Druck liegt an der Stelle. Also jetzt nicht, weil sie, ja, zum einen, weil sie punkten müssen und zum anderen, weil sie, wenn du dir den reinen Kader und das anguckst, klar die stärkere Mannschaft sind. Und dass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, und das habe ich, glaube ich, auch in den letzten Wochen schon viel zu oft gesagt, dass uns eine Mannschaft wie Dortmund von ihrer Spielweise eher liegen dürfte, weil sie auch viel mehr Lücken anbieten. Was uns dann hoffentlich relativ oft wieder in diese Situation bringt, aus denen was gehen kann. Ja. Und wir den positiven Spirit von Bremen mitnehmen, dass dann auch am Ende des Tages bei den Situationen auch was hängen bleibt für uns. Also ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die mich da reintragen würde. Ja, ist auch nicht ganz unbegründet, darf man nicht vergessen, dass Dortmund halt leider, oder was heißt, nur mir ist eigentlich egal, aber also nicht die konstanteste Situation hat und auch die konstanteste Saison, spielt, wenn du dir anguckst. Trotzdem sind sie natürlich auch irgendwo gezwungen zu punkten mit der direkten Konkurrenz, die natürlich die Hufen scharrt. Wenn ich Hoffenheim sehe, die jetzt auch die überrundet haben mit einem Punkt, da muss ja Dortmund auch nachlegen. Gleichzeitig sind sie durchaus in der Zwangslage,
Tage zwischen zwei Champions-League-Partien halt gegen die Eintracht zu spielen. Ne? Also ich meine, jetzt wird das Spiel verschoben, das heißt nicht Dienstag, sondern Mittwoch, das heißt ein Tag weniger Regenerationszeit für die Dortmunder und dann geht es dann am Samstag schon wieder gegen die Frankfurter. Also das ist nicht ganz so easy und die wissen ja dann eine Woche später geht es ja schon weiter. Also das ist nicht ganz ohne für die Dortmunder, die ihren Drive auch noch nicht so hundertprozentig gefunden haben zwischen super geil und super schlimm halt. Alles rum Wursteln, müssen wir abwarten. Also ja, ist ja, durchaus was drin. Ist ne? Ja nicht nur Hoffenheim, die jetzt eben den Punkt vor ihnen stehen und die mit Gladbach ja jetzt auch durchaus vielleicht einen ganz guten Gegner haben, der jetzt ja auch nicht so optimal immer wieder war. Du hast ja auch gleichzeitig auch die Hertha, die gegen Mainz spielt, die natürlich dann auch wieder von hinten ranrücken kann. Und für Dortmund ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt am Ende der Saison auf Platz 2, 3, 4 oder 5 stehst, ist natürlich für die wesentlich kritischer, als es jetzt für uns zum Beispiel wäre. Mhm. Von daher definitiv viel mehr Druck auf dem Kessel bei denen. Ja. Mhm. Hoffen wir es mal. Basti hat schon gesagt, wie er tippt, das war ein, habe ich das richtig verstanden, wir gewinnen 1-0. 1-0 für Eintracht, ja. Basti sagt somit 0-1. Marvin, der Hund was, sagt auch 0-1. Ja, ich glaube, der Hund hat dir auf jeden Fall zugestimmt. Der, ja. Was, sagen, der was sagt der Hund? Nach wenn der Hund das sagt, dann sage ich das doch auch. Ja, der würde sagen, hat einmal gebellt, wäre auch 0-1. So, René, und jetzt reißt du die Schmerzen zusammen, du sagst jetzt auch 0-1, ist jetzt unser Spirit hier alle zusammen. Wir drei und der Hund. Das ist auch der Sendungstitel. Wir drei und der Hund. Wir drei und der Hund. Ja gut, dann lasse ich mich, also wenn der Hund das sagt, dann lasse ich mich überzeugen. Von euch beiden hätte ich mich nicht überzeugen lassen. Guck mal, wir haben den Spirit zurückgeholt. Nee, der Hund hat den Spirit zurückgeholt. Genau. Ganz allein der Hund. Wenn die Eintracht jetzt an den Europapokal kommt, wissen wir, wer schuld daran ist. Genau, und wenn es nicht funktioniert, dann können wir immer noch nächste Woche sagen, der Podcast ist vor die Hunde gegangen. Hier, René, wo nimmst du die Idee, ey? Ich weiß auch nicht, ich habe 93 gehört, da kommen mal komische Ideen. Ja. Ja, gut. Herr Basti, haben Sie aus Ihrem Urlaub irgendeinen Dummschwätzer mitgebracht? Ja, alle Leute, die Roman Reigns mögen. Ja. Okay. Mehr konntest du jetzt nicht erwarten. Du hast jetzt nicht gedacht, dass ich ihn in irgendwelchen Fußball-Content aus Amerika mitgebracht habe. Es hätte ja sein können, dass du irgendwie lange Interviews mit Lothar Matthäus gelesen hast und da neue Erkenntnisse gekommen sind oder so. Nee, ich habe mich ausschließlich mit Strand, Freizeitparks, geilem Essen und Wrestling beschäftigt. Also kann ich da nichts zu beitragen, außer jenen Roman Reigns, der einzige war, der mich richtig abgefuckt hat an diesem Wochenende. Was aber dann, was ich auch sagen muss, der Marvin wird es verstehen, war bei Raw After Mania, hast du es gesehen? Das Opening-Segment mit ihm? Das war grandios. Ja. Das war, im Fernsehen habe ich mir auch nochmal angeschaut, da kam es nicht ganz so krass rüber, wie es vor Ort war. Das war dermaßen gearbeitet, ne? Der hat super gemacht, das war dermaßen heftig einfach und war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja, du solltest jetzt vielleicht nicht in den Slack gucken, sonst wirst du da hart gespoilert. Okay. Was soll das? Du hast mich jetzt auch schon gespoilert. Was ist los mit dir? Habe ich nicht. Ich habe dir gesagt, dass du da nicht reingucken sollst. Ich weiß genau, was du mir jetzt damit sagen wolltest. Verdammt. Aber das finde ich eigentlich einen guten Move. Cool. Nein, wieso? Ich habe dir nur gesagt, dass da was passiert. Ich habe es mir erhofft, dass Reigns zu SmackDown geht. Ich weiß nicht. Ich sag dazu jetzt nichts. Ja, du brauchst es auch nicht. Du hast es jetzt schon gesagt. Toll. Habe ich nicht. Gut. Gut, okay. Beenden wir die Sendung. Ich will es wenigstens noch einigermaßen schauen. Ja, genau. Also, haben wir keine Dummschwätzer oder haben Sie was, Herr Martin? Doch, du. Ich nominiere dich jetzt. Nein, der Richard hat es geschrieben und er hat es schon wieder gelöscht und entschuldigt sich. Ja, sehr gut, sehr gut. Dummschwätzer, nee. Also ich muss ja sagen, ich meide die Fußball... Doch, eigentlich habe ich einen Dummschwätzer, auf jeden Fall. Und zwar habe ich einen Dummschwätzer, der ein seltenes Interview gegeben hat. Ist auch nach seinem seltenen Interview, weiß ich, warum er auch so selten Interview gibt. Darf ich raten? Ja, auf jeden Fall. Didi Mateschitz. So sieht's aus. Ist wirklich eigentlich gar nicht Dummschwätzer der Woche, sondern hat schon... Bisher tausend. Ja, hat schon jetzt die Chance, Dummschwätzer des Jahrtausends zu werden, ja. Also, ich muss sagen, Mateschitz ist eigentlich ein unsagbarer Typ und ehrlich gesagt, wenn ihr da gezögert habt, warum ihr Red Bull scheiße finden sollt und warum ihr trinkt ja vielleicht trotzdem ganz gerne Red Bull, schmeckt ja vielleicht für den einen oder anderen ganz okay, ich kann ja alles nachvollziehen. Aber wenn ihr wisst, dass ihr damit jemanden unterstützt, der so einen offensichtlichen Arsch offen hat, dann muss ich sagen, viel Spaß dabei. Also
Es tut mir ja schwer, selbst Servus TV fand ich ja manchmal ganz nett. Ja, die haben ja schöne Reportage und so weiter und so fort. Auch alles so ein bisschen heimatlich und so. Da weißt du genau, warum. Also Mateschitz, das Interview würden wir wahrscheinlich mal verlinken, wenn ich jetzt das gleich nochmal finde. Macht euch selbst ein Bild. Ich will ja niemandem vorausgreifen, aber das ist jemand, ja, der sich trotz seiner Milliarden in Verschwörungstheorien umgibt und Angst vor dem hat, was er selbst nicht kennt. Das ist sehr dubios. Ich habe einen Artikel auch noch dazu gelesen über sein neues, was will er, ein Medienportal für Wahrheitsfindung will er gründen? Ja. Rechercheplattform oder irgendwie sowas haben sie es genannt. Also, ich wurde jetzt auch gespoilert, deswegen, der Marvin wollte euch nicht spoilern, ich spoilere euch, aber Mateschitz ist echt ein Hurensohn. So, ich habe es gesagt, es tut mir leid, mir ist rausgerutscht. Ich habe ja schon mal hier irgendwann gesagt, Hurensohn ist das neue Arschloch, also ist es nicht ganz so schlimm. Ja, trotzdem finde ich, brauchen wir das nicht. Okay, sorry. Ja. Rausschneiden. Nee, wird nicht rausgeschnitten, ist gehört jetzt dazu, aber... Ich mach's nicht mehr, ja. Tut mir leid. Aber es war schon ein absolut unnötiges Interview. Wir packen es auf jeden Fall mal in die Shownotes und es zeigt halt schon ganz klar, was da... Der Typ ist nicht was da nicht. Dahinter steckt, ja. Naja, ist halt, ich meine, ich finde es krass, dass jemand, der so auf der Erfolgswelle schwimmt, sich eigentlich keine Sorgen machen müsste über Dinge, die absolut absurd sind. Aber du merkst halt, wie weit verrückt ein Teil unserer Gesellschaft mittlerweile ist, dass es auch solche Leute trifft. Und ja, wie gesagt, ich finde, das ist halt nur schwierig. Ich meine, da würde ich mir auch ich will jetzt gar nicht zu weit diese Diskussion abgleiten, aber stellen wir uns mal vor, das wäre Peter Fischer. So, und Peter Fischer ist ja dann der Präsident unseres Vereins. Dann wüsste ich nicht, wie ich damit umzugehen habe. Also ich hätte als Fan, als Supporter von Rasenball Leipzig oder von Red Bull Salzburg, hätte ich durchaus meine Probleme damit. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich das überhaupt dann so trennen kann, dass ich dann sage, ja, okay, aber dann hier gegen Homophobie und so weiter, was ja ein cooles Plakat war, was sie jetzt letzten Samstag gemacht haben. Fand ich ja ein gutes Zeichen. Aber wenn du siehst, dass die Spitze deines Vereins offensichtlich anders tickt. Ja, ich weiß nicht, ist ein schwieriges Thema, müssen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drüber diskutieren, aber es zeigt einfach, wie schwierig dieses ganze Red Bull-Thema eigentlich ist, wenn halt der Fisch immer noch am Kopf stinkt. Ja. Ja. Das definitiv. Und damit habe ich das meinen einzigen Dummschwätzer der Woche. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr jetzt noch Einsendungen habt, dann könnt ihr Live-Zuhörer uns natürlich gerne auch noch einen Dummschwätzer nennen. Ansonsten bleibt es bei der einen Person. Es gab noch eine Nominierung oder eine Erwähnung im Chat von Benito, der Chandler für sein Interview, der Chandler nominiert, weil er im Interview was von wegen Führungsspiel erzählt und danach das Spiel verkackt. Kann ich jetzt so nicht so ganz nachvollziehen. Müsste ich mir jetzt das Interview auch nochmal nachlesen, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Ich finde es aber auch schwierig, neben Mateschitz da jetzt irgendwie jemanden zu nominieren, weil der hat ja gar keine wirkliche Siegeschance, also das wäre dann auch quasi unfair, würde ich es jetzt mal freundlich nennen. Von daher brauchen wir, glaube ich, keine Abstimmung. Es gibt jetzt eine klare Aussage, da sind wir uns alle drei einig, dass das eine Lifetime-Nominierung ist und da gibt es nichts, was man daneben stellen kann. Mhm. Ich entschuldige mich trotzdem nochmal für meinen kleinen verbalen Ausfall hier. Das soll nicht wieder vorkommen. Genau, wir werden es dem DFL-Untersuchungsausschuss übergeben. Ich muss gerade sagen, wahrscheinlich werde ich jetzt für 10 Podcasts gesperrt. Angemessen zur Rechenschaft ziehen, das ist ja mal vollkommen klar. Und den guten Hellmann mit seinem merkwürdigen Interview, von wegen ja nach oben, nach unten ist ja alles offen, wir gucken auch nach Europa, ja, den nominieren wir jetzt schon mal für die nächste Woche, weil er jetzt natürlich gegen Mateschitz nicht anstehen kann, ist trotzdem eine ziemlich komische Aussage war. Den nominieren wir auf jeden Fall, weil du dich echt, der Marvin hat es vorhin glaube ich auch gesagt, ja sorry Digga, dann sag's doch vorher schon mal, sag's doch vorher, wo die Eintracht auf dem dritten Platz war und mach im Winter was dafür. Ja. Also es ist. Zeig's auch. Und nicht jetzt, wo das Kind schon im Brunnen gefallen ist, zu sagen, ja, jetzt kommen wir es vielleicht doch noch raus. Also, ja, das ist so am Ende irgendwie versuchen, für den Mist, den man gefunden hat, irgendwelche Rechtfertigungen zu finden. Das ist halt auch eher so, nee, dann sag halt einfach nichts und dann ist auch gut. Ja. Habt ihr denn etwas, was ihr empfehlen wollen würdet? Da war jetzt viel Konjunktiv drin. Naja, was weiß ich. Ich kann doch nichts empfehlen. Keine Ahnung, was ich empfehlen kann. Nö. Basti, kannst du was empfehlen? WrestleMania 33 können euch nicht alle anschauen. Das war
auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Das war auf jeden Fall meilenweit besser. Da kann man froh sein, dass der Basti zu dieser, zu der diesjährigen. Ja, nicht zuletzt, Chili ist man froh. Oh, meine Güte. Wir haben ja, gut, dann wärst du ja beim Main Event, wärst du ja auch komplett eskaliert bei dem letztjährigen. Ja. Eine kurze Frage. Wir sind jetzt hier natürlich bei keinem Wrestling-Podcast, aber du warst ja auch bei NXT, ne? Genau. Hat dir gut gefallen? NXT hat mir auch gut gefallen, aber das war jetzt nicht ganz, also es war ein bisschen umgedreht. Wir hatten ja, weißt du, als wir letztes Jahr zusammen geschaut haben, da war NXT genau, Takeover ja meilenweit besser als WrestleMania. Mhm. Diesmal war NXT jetzt nicht so viel besser als WrestleMania, wenn überhaupt, eigentlich war es auch nicht besser. Der Hauptkampf war ganz cool, dieses Six-Man-Tag-Team-Match war auch richtig geil. Das war richtig aber, geil, das war, ja. Ja. Aber der Hauptkampf hat ein bisschen Längen gehabt, muss ich sagen. Ja, hatte ich auch. Es ist halt ein sehr psychologischer Kampf, aber egal. Ja, keine Ahnung, was kann ich empfehlen? Ich kann empfehlen, dass ihr, so assi wie ich bin, kann ich empfehlen, dass ihr mal beim Ringfuchs vorbeischaut, auch gerne auf der Facebook-Seite. Ja. Denn da, wenn ihr jetzt sagt, gut, was haben diese Leute immer mit diesem Wrestling und so weiter und so fort, wir posten auch das ein oder andere Mal Videos von Einzügen und von Debüts. Da könnt ihr nämlich mal sehen, was diese Faszination Wrestling ausmacht, gerade wenn ihr euch fragt, ja gut, was hat es? Aber es hat was Eigenes. Basti war jetzt bei einem Debüt bei NXT dabei, da kam Aleister Black raus mit einem mega geilen Entrance, mit einem eigenen Theme, die sehr merkwürdig, also dämonisch war. Also es hat schon was. Es ist halt einfach geiles Entertainment und was natürlich ein Gänsehautmoment war, ich glaube gerade für Basti, der da zurückgekommen, wo die Hardy Boys zurückgekommen sind, ich glaube es war einer der größten Momente, glaube ich, auch in Bastis Wrestling-Leben. Das würde ich einfach vorgreifen, oder? Es ist tatsächlich, kannst du es wie mit einem Tor in der 90. Minute vergleichen. Mhm. Also die Stimmung von mir und in dem Block dort war genau so, als hätte die Eintracht in der 90. Minute 2-1 in Dortmund gemacht. Ja. Weil die und Leute 70, zwischen 80.000 Leuten auch, das ist halt herausragend. Genau, eben. Und dann hast du die, und was man den Amerikanern lassen muss, wenn es um Entertainment und übertriebene Show geht, das haben die drauf wie keine zweiten. Also da ist ein, da wird ein Pomp gemacht. Ja. Da musst du dich einfach mitreißen lassen, selbst wenn du mit Wrestling gar nichts zu tun hast. All die ganze Stimmung drumherum, ums Stadion drumherum wurde gegrillt. Das ganze Viertel, wo das Stadion ist, war auf der Straße. Es war wie eine große Blockparty dort und stundenlang. Und jeder war gut gelaunt. Du bist mit jedem ins Gespräch gekommen. Also es war traumhaft. Also kann ich nur jedem empfehlen. Aber wenn, gut, mit Wrestling nichts zu tun hat, der wird es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber ich bin froh, dass der Marvin es kann, weil ich wurde jetzt schon oft angesprochen, dass Leute es nicht kennen. Ich glaube aber, dass solche Dinge, dass die schon massenkompatibel sind. Und das ist halt auch gerade so, wir haben jetzt, wir sind ja gleich fertig mit dem Wrestling-Teil, aber das ist schon so Dinge, gerade so bei WrestleMania ist ja nicht nur auf den absolut Wrestling-affinen Teil ausgerichtet. Das WrestleMania ist genauso wie der Super Bowl. Ich wollte gerade sagen, wie genauso wie wenn Leute Super Bowl einmal im Jahr schauen oder sich zu WM 2006 ein Hula-Bändchen kaufen. Ich wollte gerade sagen, wie viele Menschen gucken die Fußball-WM und haben eigentlich gar keine Ahnung von Fußball. Genau. Mehr als genug. Und das ist das Maximale, was im Jahr im Wrestling rausgehauen werden kann. Nicht immer von der reinen Matchqualität, sondern von dem Entertainment, von der Produktionsqualität, von dem, was abgefeuert wird. Das ist ein Wrestling-Fest. Und ich denke, das war es bei WrestleMania 33, als Basti da war, auf jeden Fall. Es hat 70.000 Leute, die ganz hinten waren und eigentlich kaum was gesehen haben, sich den Monitor anschauen mussten. Selbst die Leute waren mitgerissen. Warum? Weil dieses ganze Gefühl einfach nach außen transportiert werden konnte, wo jeder, glaube ich, rausgegangen ist und hat gesagt, hier bin ich hingegangen, habe mein Geld bezahlt, aber habe auch echt was erlebt. Von Comebacks, von merkwürdig tollen Matches, wie das jetzt bei Shane McMahon gegen AJ Styles war, wo Shane McMahon ja kein toller Wrestler ist, aber es trotzdem gut gewesen ist. Bis zu dem selbst Ende Brock des Undertaker. Gegen Goldberg. Ja, Brock Lesnar genau. Gegen Goldberg. Das war das Match, wo ich am meisten ausgemarkt bin. Ja, in fünf nach Minuten einem alles im Ring gelassen. Einem Suplex nach dem anderen. Und du hast gemerkt, einfach, wie es hier. Bis zu dem Ende einer absoluten Legende wie der Undertaker, der auch in Deutschland hier bekannt ist. Also insofern, ich denke, wird für jeden was geboten. Insofern haben wir doch die Empfehlung hier rausgehauen. Schaut euch, wenn es möglich ist, WrestleMania 33 an. Ihr müsst nicht immer unbedingt Network haben. Es gibt auch andere Quellen im Zweifel. Und wenn ihr mal reinschauen wollt, ich glaube, es geht über 5 Stunden, also vielleicht nicht alles, aber. Ja, ist ein bisschen länglich. Muss man sich wahrscheinlich in Teilen angucken. Ihr könnt ich auf Cage Match gucken und
dann schauen, was relevant ist. Ja, bitte, was? Damit wir jetzt hier uns keinen Vorwurf anhören müssen, dass wir jetzt nur Wrestling-Sachen empfehlen, ich kann sogar noch was Fußballmäßiges empfehlen. Oha. Und zwar ist das die Elf-Freunde-Spezialausgabe, die heißt Tor mit 3 O. Da wird über Fischer, Zlatan, Okocha und Co., die größten Tore und ihre Geschichten, werden die Geschichten zu ganz berühmten Toren beschrieben, unter anderem auch das Okocha-Tor, was jedem Eintracht-Fan was sagen sollte. Ja. Habe ich durch eine Wette gewonnen, die ich damals mit Ilja Benisch, einem Schreiberling von den Elf-Freunden, bei Twitter getroffen habe, dass er, als ich den Huschdi-Verpflichtung kritisierte, er gesagt hat, Huschdi wird hier über Jahre der Fußballgott sein. Dann ist er im Winter abgehauen, was dann mich hat die Wette ein bisschen gewinnen lassen. Und deswegen hat er mir das signiert hierher geschickt und ich habe es durchgelesen. Und alleine für die Okocha-Story gegen Kahn lohnt sich das schon. Stehen bei der Polizei. Sehr gut. Also, da haben wir auch raus über Fußball. Hervorragend. Super. Ich habe leider nichts, was ich da jetzt irgendwie reinpacken kann. Ich habe in letzter Zeit wenig gesehen, wenig gehört, wenig gelesen. Von daher hätte ich jetzt nichts, was ich da jetzt zu beitragen kann. Aber dann haben wir doch zumindest mal 3 Dinge. Alle Links soweit möglich oder halt zumindest nochmal zum Nachlesen findet ihr wie immer in den Shownotes unter eintracht-podcast.de zur aktuellen Folge. Da findet ihr auch auf unserer Support-Seite alle Informationen für das Thema, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Und wir möchten hier nochmal die Gelegenheit nutzen, weil ein neuer Monat angefangen hat, uns bei allen Spendern, Supportern, wie auch immer, zu bedanken, sei es bei Patreon, sei es per Dauerauftrag oder wie auch immer, die Feedback geben, die Kommentare schreiben, die uns iTunes-Bewertungen hinterlassen. Es ist großartig, mit was für einem Support wir hier jedes Mal wieder rechnen können und von daher vielen, vielen Dank. Und wenn ihr noch nicht zu den Unterstützern gehört oder einfach mal wissen wollt, was es da an Möglichkeiten gibt, dann schaut eben auf entsprechend genannter Seite vorbei. Da findet ihr alle Informationen und der Link ist auch nochmal in der aktuellen Ausgabe. Also im Zweifelsfall im Podcatcher auf den Link klicken und dann kommt ihr da auch hin. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, sind wir auch durch für diese Woche. Wir hatten einiges an Themen. Wir hoffen auf, ja, morgen dann für Dortmund erstmal ein ordentliches und ohne weitere Vorfälle stattfindendes Spiel in der Champions League und gucken mal, wie das für uns dann am Samstag dort ausgeht. Wir wünschen allen, die auswärts unterwegs sind, eine gute Reise, bringt Punkte mit, habt Spaß und ich würde sagen, wir melden uns in der nächsten Woche in der gewohnten Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!